Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil vom Supermarket Simulator. So, nach dem Update es gab gestern ein Update, das Lager nur noch 1000 und nicht mehr 6000 kosten. Tada! Das werden wir dann im Laufe des Tages kaufen. Ich will erstmal zugucken, dass ich hier alles auffülle. Und ich will auch mal Folgendes machen. Und zwar, mir ist das hier zu grell mit dem Licht. Ich will mal pro Erweiterung ein Licht nur noch machen. Die Lichter, die packe ich jetzt mal hier hin. So. Das müsste dann einigermaßen passen. Ja, dann kommt das weg. So. Warum geht denn das nicht näher ran? So geht's. So. Dann haben wir hier 4 und dann brauchen wir hier nur noch. Ja, hier die muss weg. Und die muss ein bisschen mehr in die Mitte. Dann haben wir nämlich noch Lampen über. Weil ins Lager muss dann bestimmt auch eine, weil das war ja immer dunkel. Ne, da ist keine Lampe drin. So, und die muss ein bisschen mehr in der Mitte. So vielleicht. Und die. Jawohl. So, das war ja alles erledigt. So, dann müssen wir einkaufen. Eier, Käse. Käse, Eier. O-Saft, Turko und Limo. O-Saft, Turko, Zitronenlimo. So, dann Kuchen und Süßes. Kuchen und Süßes. Brot. Kaffee zweimal. Kaffee zweimal und Brot. Und dann haben wir die 10 schon voll. Jawohl. Bim, bim, badam. So. O-Saft. Also der Entwickler ist da stets dran. Der Bug mit den Lizenzen ist auch weg. Also die wollen jetzt keine Produkte mehr, die es nicht mehr freigeschaltet sind. Das ist auch sehr angenehm. Dann haben wir Toko-Cola. So. Käse. Jawohl, ja. Eier. Dann müssen wir hier im Laden nicht immer ein Lager machen. Das finde ich auch sehr angenehm.
Und Lampen sparen wir auch Geld. So eine Lampe kostet ja auch 40. Also das ist schon. Und das muss ja nicht so grell sein. Ich kann es sowieso nicht haben, wenn das so grell ist. Hauptsache, man sieht was. So, zack, 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 zack. Ach, da habe ich mich vertuddelt. Warte mal. Habe ich mich verzählt? Das ist auch noch Kaffee, ne? Ja, na okay. Dann soll das so sein. Packen wir die übereinander, dass wir wissen, dass das das gleiche ist. So. Wir brauchen dann noch Thermo. So. Aber Nudeln brauchen wir zweimal. Zweimal Nudels. Dann Salz, Reis, Milch, Müsli. Salz, Reis, Milch, Müsli und Nudeln habe ich gesagt, zweimal. Und dann brauchen wir hier noch Spaghetti, Mehl, Erdnussbutter und Olivenöl. Spaghetti. So, erstmal die 10. Bim, bim, bim. Upsala. Komm her. Turmbau zu Babel. Und mal sehen, wie das jetzt ist mit der Menge an Kunden. Das war ja die letzten Tage überwältigend. So, nochmal Nudels. Und Spaghetti. Das neue Müsli. Wie gesagt, irgendwann sortieren wir das alles mal, aber das machen wir mal später. Wenn wir so einen Überblick haben. Ich habe nochmal Penne bestellt. Okay. Gut. Kann ja nicht schaden, ne? Wird ja sowieso alle. Milch. Wird schon gekauft. Ohne Frage. So, nochmal Penne oder dann habe ich das aber. Naja. Dann haben wir Erdnussbutter. So. Wie gesagt, wird schon alle werden. Und Reis. So. Dann brauchen wir noch Olivenöl und Mehl. So, alles klar. Rechnung habe ich bezahlt, ne? Ja, dann wollen wir das Lager gleich machen. Nee. So, sobald wir das Geld haben und dann räumen wir hier um. Bam, 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 bam. Da, bam. Leider gibt es keine Lagerregale, aber vielleicht kommt das noch. Es sollen ja auch noch Lageristen kommen und es sollen ja auch noch Dings kommen. Ich speichere mal kurz. Es soll auch noch Dreck kommen. Vielleicht kommen dann auch noch Reinigungskräfte. Was ich hasse, wenn ich einkaufen bin. Und die fahren dann mit dem Reinigungswagen lang und du kommst dann da nirgends durch. Wo ich mir immer denke, okay, die
haben, müssen ja eh Schicht arbeiten und so weiter. Aber kann man da nicht Reinigungskräfte einstellen, die dann nach Feierabend oder vorher reinigen oder beides? Bei mir im Büro ist das ja auch so, dass die Reinigungskraft nach Feierabend kommt, damit sie den Leuten da bei der Arbeit nicht stört und da im Büro saugt, während du da am Arbeiten bist. Naja, okay, die Leute wollen ja heute sowieso nicht mehr arbeiten. Nirgendwo findet man Leute, weil keiner mehr arbeiten will. Weil wir suchen auch händeringend, ne? Und überall fehlen die Leute. Wir haben eine Rezession und es finden sich keine Leute, die arbeiten wollen. Sonst hätte ich nämlich gesagt, mein Gott, dann macht man halt mehr Schichten oder was, ne? Oder stellt eine Reinigungsfirma ein. Also in diesen, man sieht das ja ganz oft in diesen amerikanischen Filmen, dass die da die Putzfrauen nachts arbeiten, ne, im Büro. Könnte man ja im Supermarkt auch machen. So, wir brauchen 1000. Bim, 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 bim. Dini, dini. Dini, dini. So. Und wenn das so weitergeht und ich dann so lange zum Einräumen brauche, werde ich wahrscheinlich für einen Tag zwei Parts brauchen. Dann nehme ich einen Tag mal komplett auf und werde den dann immer in der Mitte teilen. Na, wie lange dauert denn das, bis wir hier 1000 zusammenkriegen? Jetzt aber bitte. Na, immer noch nicht. Und bitte nicht niesen, bitte nicht niesen. Oh, nee, ne? Ist nicht dein Ernst. 99945, hallo. Jetzt, so, dann. Kaufen. So. Dann lass mal gucken. Achso, jetzt steht die Tür auf. Ich kann sie auch nicht zumachen. Die Kassen sind voll. Ja, kann ich jetzt nicht ändern. Schon wieder das Problem, ne? Aber ich werde das jetzt hier gleich mal umstellen. Ah, so, pass auf. Wir können ja mal gucken, ob ich hier gleich mal vielleicht was auffüllen kann, bevor ich das ins Lager schleppe. So. Einige sagen, oh, das ist aber doof, wenn man hier immer so rennen muss, rumrennen muss. Aber der Laden, ich weiß nicht, wie oft können wir den ausbauen? Ob du nun von einer Lagerecke hier im Laden rumrennst bis da ganz hinten? Oder hier einmal um die Kurve gehst, ist eigentlich das Gleiche. Kommt dann auf die paar Schritte auch nicht mehr drauf an. Muss ich sagen. Und ich bin dankbar, wenn ich hier mehr Platz im Laden habe. Ja, es wäre besser, wenn hier eine Tür zwischen wäre, aber dann fehlt hier wieder der Lagerplatz für die Tür. Also, weil die Tür ja auch Platz einnimmt, ne? So. Wasser. So, wenn man den Karton zumacht und oben ist nichts mehr drauf, dann ist der Karton leer. Dann muss man den nicht immer auf den Boden schmeißen.
Habe ich jetzt gelernt. Hier sieht man es. So, und das Licht reicht doch. Ach, ich muss hier noch eine Lampe reinpacken. Aha. So, warte, warte, warte. Deswegen, das reicht nämlich. Weil das Lager ist ja auch ein so ein Ausbau groß, ne? Deswegen, eine Lampe reicht. Dann muss ich hier nicht übertreiben. So, dann haben wir Nudeln. Oh, die Kassen sind voll. Ich muss das dann nutzen und hier dann eine zweite Kasse hinbauen, wenn ich jetzt hier mehr Platz habe. Da brauche ich aber 500 Öcken für. Das ist O-Saft. Dann kann ich und muss ich mit abkassieren. Das geht nicht anders. So. Alle, alle. Dann haben wir hier das Müsli. Ich sehe nichts. Dann haben wir... Oh, die Milch ist alle. Egal. Gibt es halt mal wieder Beschwerden. Ne? Hier ist Mehl. Oh, es ist ja schon 9. Bin ich so lange schon am Umräumen hier? Cola. Dann muss ich das jetzt halt immer nach Feierabend machen. Weil die stapeln sich ja hier, die Kunden, das ist ja Wahnsinn. Wo ist denn Shockpick da? So, dann was haben wir hier? Salz. Das war der, ne? Jawohl. Meine Fresse. Kaffee. Reis. Dann Olivenöl. Jetzt muss ich aber gleich noch mal gucken. Weil ich ja vorhin angefangen habe, dass ich noch mal alles durchgehe. Dann haben wir hier Kaffee, den hatte ich ja auch doppelt gekauft. Und schon ist er leer. Bum, 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 bum. Was haben wir hier noch? Milch. Milch. Milch, Milch, Milch. Ach, die letzten. Die letzten Herren und Damen an der Kasse. Und jetzt sind es nur noch Herren. So. Okay. Käse. Schoki. Schon wieder die Milch alle. Meine Güte. Schoki.
Irgendwas hat er nicht gekriegt, ja, ist klar. Da haben wir den Kuchen. Die kaufen ja auch wie die Bekloppten hier. So, und Joghurt. Letzter Kunde. So, dann gucken wir noch mal. Ich meine, viel habe ich ja hier nicht mehr stehen. Nudeln und Turko-Cola. Nudeln kriege ich noch rein. Erster Karton. Und zweiter Karton. Ja, Milch ist alles, sorry, aber... So, was war jetzt? Turko-Cola, Mehl, Spaghetti. Turko-Cola, Mehl und Spaghetti ist voll. Also nochmal Turko-Cola und das ist O-Saft. Ich renne schon wieder hinter die Tür, ist ja unglaublich. O-Saft können wir auch auffüllen. Und das andere war ja Olivenöl und so, das habe ich ja danach erst aufgefüllt. Ja. Okay, also das Lager kann ich dann nicht zumachen. Ich gucke nochmal. Und Kuchen und Joghurt, aber das habe ich ja auch erst danach aufgefüllt. Kuchen. Ja. So, 1000. So, jetzt bauen wir noch mal ein bisschen um. Ich werde jetzt hier ganz kackfrech. Achso, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich brauche das mal als Anhaltspunkt hier. Ungefähr so die Linie. Und das ist mal ganz kackfrech, das Fenster zu bauen. Es geht nicht anders. Wieso? Wieso? Hä? Wieso waren das eben rot? I! So. Dann würde ich nämlich hier... schön wäre ja, wenn ich den Ausbau machen könnte. Dann könnte ich jetzt hier noch eine Kasse vorstellen. Was kostet der nächste Ausbau? Der nächste Ausbau kostet... Wachstum 1300 und die Kasse kostet 5. Ich kann ja die Kasse noch mal verschieben. Also, ich werde jetzt den Tag beenden. Wir können ja mal kurz schätzen. Also, ich brauche Wasser, Milch, brauche ich zweimal, ne? Warte mal, Wasser, Milch, Eier, Käse. Das kann ich alles schon mal reinpacken. Wasser, Milch, Eier, Käse. Dann brauche ich Apfelsaft, Cola und Zitrone. Apfelsaft, Cola. Zitrone, das sind schon mal so. Dann brauche ich den Kuchen, Schoki und Süßes. Den Kuchen, Schoki und Süßes. Dann haben wir hier schon mal 10 voll für morgen. Und dann gucken wir uns das an. Enter.
So Produkte nicht gefunden. Ja, das ist jetzt aber wirklich, weil sie leer waren im Regal und nicht, weil die Lizenzen gefehlt haben. So, und dann würde ich sagen, ja, ist die Zeit rum, ne? Dann beende ich den Teil hier für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.